Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum LS17 auf der Mecklenburg hier im Projekt mit anderen YouTubern. Und zwar dem Freezy, den Sachsen-Zwerg, den Werner, den Ansgar von Nordrhein-TV und den Guten. Moin. Hey. Moin. Kann ich rein, Guten? Das war jetzt aber flott. So, was hast du denn? Ja, doch. Einschreiten, dann ist gut. Ja, ich habe gedacht, dass wir so viel wie möglich Zeit haben, um für unser Themen-Talk. Da muss ich aber jetzt trotzdem noch mal ganz kurz sagen, also... Du bist heute dran. Ihr esst Berliner, ne? Ja. Mhm. Okay, aber Berliner ist ja das, dieser Teigball gefüllt mit Marmelade. Ja. Ja, oder halt mit so einem Pudding mit Alkohol hauptsächlich, ne? Also ein Pfannkuchen, gut, alles klar. Ein Pfannkuchen? Ja, ja. Dann ist ja, aber ein Pfannkuchen, ich esse Berliner. Das heißt bei uns Pfannkuchen. Ja, aber nicht richtig. Nee. Wie es bei uns heißt, ist ganz klar richtig. Fang bitte nicht an mit, was ist richtig und was ist falsch, weil das ist ja... Macht man den in der Pfanne? Ja, das ist eine Diskriminierung, Herr Ansgar. Ja, dass man den nicht in der Pfanne macht, das ist eine Diskriminierung. Wollte ich nur mal sagen hier, das ist eine Diskriminierung. Da gebe ich dir sogar mal recht. Das ist vielleicht sogar... Ist denn bei euch... Das ist eine Provokation. Ja, genau. Produzier mich nicht. Was? Ja? Ist es denn bei euch, wird das richtig krass gefeiert, Karneval? Also ich komme jetzt aus Düsseldorf. Bei uns ist da so Umzug und alles. Also so Umzugswagen und ganz viel und Remi Demi und ja. Da ist sogar, ich sag mal so, also bei mir in dem, nächsten Ort, wo da richtig krass Umzug gemacht wird, die haben, ich überlege gerade, wie viele Einwohner die haben. Boah. Und jetzt mal ganz grob geschätzt haben die... 6.000 Einwohner, 5.000 Einwohner, ich weiß nicht, 7.000, irgend sowas. Und das sind zum Umzug sind da 21.000. Okay. Ja. Ja gut, das ist ja schon ordentlich. Ja, wollt ihr noch eine Wiese? Nee, ne? Also gestern war ja der Umzug gewesen, also Sonntag quasi war der Umzug. Und da ist schon Party hart, also da geht's schon ab, also muss man schon sagen, ne? Da haben wir einen Schrecken. Kannst du schöne Bogenschießen machen. Bei uns ist nämlich ab Donnerstag der absolute Ausnahmezustand. Und in der Köln. Nee, Düsseldorf. In Düsseldorf. Aber ist zwischen Düsseldorf und Köln, also da alles eigentlich. Dann ist das ganze Jahr Ausnahmezustand. Aber also, okay, ja. Hier bei uns, tote Hose. Ich bin ja in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, geboren, mein Leben da verbracht. Da war Party hart auf Karneval. Ja. Da wurde alles gemacht. In welcher Ecke von Nordrhein-Westfalen? Heißt Kleve, ich weiß nicht, ob der was sagt. Ja. Ach. Kleve? Heißt Kleve, ja. Ja, geil. Kann ich mit dem Fahrrad hin. Naja, aber ist schon eine längere Tour. Ja. Und da wurde immer gefeiert. Hier, jetzt wohne ich in Niedersachsen. Junge, Alter, hier ist gar nichts, überhaupt nichts. Wir hatten Rosenmontag frei, da war auf Arbeit, haben wir uns ein bisschen verkleidet, geschminkt und so. Hier. Auf Arbeit habt ihr euch verkleidet? Ja, sicher, Alter. Das war halt Standard, ey. Da saß du hinter der Theke, hast schon drei kurze in dir gehabt, ey. Dann geht er weiter. Während der Arbeitszeit? Ja, sicher. Jetzt bin ich ganz stark enttäuscht, mein Freund. Dafür fließt du nicht. Aber ganz stark. Und ist ja unerhört während der Arbeitszeit. Unerhört. Ey, das war Standard. Da kam, wenn wir irgendwo bei Oma oder sowas hier tapeziert haben oder gestrichen, die kamen, dann sind die immer 12 Uhr. Achso, du bist ja Maler, ne? Ja, ja. 12 Uhr, Pinnekin, junger Mann, komm mal ran. Und dann saß ich da mit dem Altgesellen. 12 Uhr mittags voll, kam der Stefan, ihr geht jetzt nach Hause. Aber der war nicht böse, das war gerade mal, war halt so Standard. Das ist okay. Aber muss ich mir mehr. Ja. Okay. Das ist natürlich schön. Ja, aber nö, bei uns ist da auch. Also vor allen Dingen Fasching ist eben, oder Karneval, ist auch dann quasi das Wochenende ist halt sehr, sehr viel los. Also da ist überall, ist da Party. Ja, das ist auch nur ein Grund zum Saufen, ne? Im Endeffekt. Ja, genau, das ist also, ich weiß auch nicht. Meist ziehst du halt an wie ein Blödmann und gehst halt trotzdem wieder nur saufen, ne? Aber ich muss schon sagen, manche machen sich schon wirklich sehr viel Mühe mit ihren Kostümen und machen sich auch sehr hübsch. Und was ich immer ganz schön finde, ist, im Kindergarten ist das ja dann auch und so. Und für die Kleinen ist halt schön, ne? Und die freut sich da, wenn sie ein bisschen da in ihrem Karnevalskostüm da und so. Und ja, nee, das ist dann schon schön. Weißt du, was mein geilstes Karnevalskostüm war im Kindergarten? Ich war der Held, ne? Darf ich aber sagen, ich war der größte Loser auf diesem Planeten. Aber erzähl du auch. Ich hatte einfach als Junge, weißt du, du brauchst es ja, du musstest ja Superman sein oder du musstest... Oder Cowboy. Ja, Cowboy. Indianer, Pirat, du brauchst es eine Waffe. Ja. Das war wie so das A und O, weil ohne Waffe ging gar nichts. Ja.
Also, wenn es auch nur ein Schaumstoffschwert war oder so, du brauchtest einfach irgendwas, um dich zu kloppen als Junge. Soll ich ganz kurz sagen, was ich war? Marienkäfer. Okay, Loser. Meine Mama fand mich sehr süß als Marienkäfer. Und deswegen bin ich mehrere Jahre als Marienkäfer gegangen. Und ich hab einfach den perfekten Kompromiss gefunden. Rotz und Wasser. Ich glaube, es hat mich auch ein bisschen gepredigt. Seitdem habe ich so eine gespaltene Persönlichkeit. Oh, was ist hier los? Ja. Ja, aber was ist hier los? Auf jeden Fall habe ich damals den perfekten Kompromiss gefunden zwischen Kostüm, Alter, was keiner hat. Denn hier die ganze Zeit? Und, ich, weil ich rückwärts fahre. Und, nämlich Waffe. Ich habe mich nämlich als Engel verkleidet. Und, Stockschwul. Ich hatte Pfeil und Bogen. Ne? Also ach so, aber mit, also aber mit Herzchen dran. Ich dachte jetzt, Alter, Engel und Pistole, das wäre ein bisschen... Also da gibt es so Bilder von mir im Kindergarten, weißt du, so 4, 5 Mädels, da siehst du ja schon so süß aus als Engel, ne? Und dann bist du durch die Menge gehüpft, so am... Nee, dann habe ich die anderen Jungen abgeballert, bevor die mich mit den Schwertern erreichen konnten. Obwohl, Alter, ganz ehrlich, die Cowboys mit den Platzpatronen, die waren auch vorne dabei. Wahnsinn. Haben wir noch einen Abfahrer auf der 3? Ich will ja eigentlich hier das Guten nicht mal in seine Karre dann nein lässt hier. Ach, du wolltest schwadern? Ja. Wir haben mehrere Schwadern, wir können auch nicht richtig. Aber wir brauchen noch einen im Drescher, weil der Drescher alleine ist auf dem Feld verloren. Ja, also ja, ich kann auch in den Drescher, dann muss halt jemand den Überladewagen fahren. Ich lass dich jetzt wohl rein, ich stehe hier. Jetzt. Also der ÖLW-Fahrer könnte mal auf Feld 3 nach links unten kommen, bitte. Haben wir irgendwo noch einen Drescher mit 12 Meter Schneidwerk? Könnte sein, dass ich einen haben, Moment. Kann der vielleicht hier zum Feld kommen, weil du hast jedes Mal... Ich bin mal auf diesem Feld, lieber Freezy. Du bist auf 3? Ja. Auf Feld 3 sind 3 Drescher. Oh, okay. Habe ich jetzt nicht gesehen. Ich sehe jetzt die ganze Zeit. Ja, wir sind auch ein bisschen weg. Ach so, ja gut. Also bei mir scheint Sonne. Kann sein, dass bei dir noch Gewitter ist. So weit sind wir weg. Noch dunkel. Anderen Teil der Erdhalbkugel. Weil mit den 10 Meter Scheiße, hier bleibt jedes Mal so ein Meter Steifen. So, oder 2 Meter eher gesagt. Immer hängen, das Scheiße. Werner, soll ich nicht zu dir kommen? Bitte, unbedingt. Irgendjemand, der was. Du fährst hier gerade von mir weg. Nee, ich muss hier arbeiten. Ich muss hier Meters gucken, machen. Wer eher da ist. Aber es ist gerade wirklich ein Wettrennen. Also, oh, mit dem LKW erreicht auf dem Feld. Oh, Also ja, wie mit den LKW auf dem Feld? Das kann doch Ansgar sein, oder? Der hat Agrarbereifung. Hä? Ich bin doch hier mit meiner... Ich will doch gerade den Werner erreichen, aber der ist irgendwie weggefahren. Oder ist das gar nicht Werner gewesen? Wer ist denn eben mit dem LKW? Hast du schon Halluzination? Halluzination, ja. Aber ich glaube, der bekommt nicht alles mit, glaube ich. Was ist jetzt mit dem Balken? Mit dem Ballen? Wollen wir die pressen und wickeln oder was sind da? Ne, pressen und wickeln bringt ja nichts, dann haben wir Silage. Ach, der Guten war das. Ja, aber du kannst hier bleiben. Obwohl, Silage wäre doch cool, können wir wiederum dann in die Biogas schmeißen. Na, aber es geht ja ums Kühe füttern, oder? Brauchen wir für die Kühe auch Silage, ja? Wir brauchen ja Mischfutter. Auch? Ansgar, du kannst also brauchen wir auf jeden Fall Heu. So. Du willst? Ja, wollte ich auch. Ich muss nur. Ja. Ey, und ist das echt der größte Zitter? Welchen haben wir denn? Den Kuhn, glaube ich, da sind die sie, oder? Den Schwader, oder? Zitter. Heuwender. Da haben wir den Kuhn, ne, der ist Zitter, oder? Ja. Ich dachte, ist gerade. Das voll, größte, ne? Was wir haben, sind 8,13. Ne, Pöttinger ist nur, oder? Pöttinger ist der größte mit 13 Meter. Ja, der hat aber keine 13 Meter, den ich hier habe. Nee, sollte man den mal tauschen, weil der ist echt zu klein für das. Das fällt dir. Aber ich bin jetzt fertig, also dann für die nächste Runde. Achso, ja gut, den du hast dann 8,7 Männer. Okay, ich würde mir jetzt quasi die Presse holen und würde jetzt hier die Ballen, weil ihr schwadert ja schon, ne? Ich schwadere jetzt, ja. Dann kann ich ja schon Heuballen pressen. Inneballen ist schon fertig. Dann bräuchte man auch... Was ist schon fertig? Eine Bahn ist schon fertig. Eine Bahn? Ja. So. Was ich noch fragen wollte, wir haben noch ein Auto auf dem Hof, was wir, glaube ich, gar nicht brauchen, oder? Wollen wir es nicht verscherbeln zu Geld? Ich würde es behalten. Die Wege sind hier so weit. Ja, also, wir haben ja so viele. Irgendwie müssen wir uns die berühmte Presse ja leisten können. Ja, aber so viel bringt das Auto ja nicht. Nein. Wow, ja. Hatten wir nicht. Das ist aber jetzt schlecht. Ne, wir haben ja aber sehr viel Raps im Lager, also. Ist kein Problem. Dann würde ich noch die komplette Ernte abwarten, dass wir alles runter haben. Wir haben noch Kredit und wir haben ja im Lager sogar eine kleine Stadt. Ach, das wäre noch. Du bist ja echt am Arsch der Welt. Danke.
Also wir brauchen auf jeden Fall eine Presse jetzt, weil sonst wird das ja nicht hier. Richtig. So, was haben wir denn hier? Ja, wir können auch, wenn wir eine Fuhre Raps hier verkaufen, dann haben wir, glaube ich, auch die Presse. Nee, glaube ich nicht. Nee? Weiß ich nicht. Wie viel haben wir denn, wie viel ist in so einem, in dem LKW drin? Wie viel kriegt man denn dafür, so erstmal? 60 Kubik. Raps bekommst 640 am Hafen. Brauchen wir 200 Tonnen, 200.000 Liter. Haben wir bald. Aber dann will ich echt noch das ganze Feld machen und dann vielleicht nach dem Spulen mal gucken, obwohl mehr Spulen, dann haben wir wieder. Eigentlich brauchen wir die jetzt. Oder haben wir einen Ladewagen? Du könntest natürlich auch mit Ladewagen zusammenfahren, ne? Ja, aber Wein lässt sich halt schöner verarbeiten. Aber wir wollen da mit doch. Oder wollen wir die Kühe machen? Wir haben ja schon 200, wir, ne? Kühe machen, ja. Also. Schon, pass oder? Mal auf. Ich, wir haben 200 Kühe, wir brauchen ja Futter. Hab ich gar nicht dran gedacht, ja gut. Dann, aber wir können ja auch erstmal den Kredit nehmen, ist doch scheißegal. Ja. Haben wir denn noch ungenutzten Kredit? Hammer. Reicht das für die Presse? Ja, den Kredit kannst du hier bis 300.000 ausweiten. Alles klar. So, warte mal, guck mal eben, was die Presse kostet. Super. Ballenpresse. Ballentechnik. Ich hab mich mal auch hinter den Drescher gesprungen, ne? Wer ist dann noch im Drescher? Waderbein oder Rundbein? Ich. Breezy, bist du das? Bitte? wenn die Rundbeile, ne, die wickelt halt. Waderbeine ist halt Standard. Nö, wir haben ja auch die New Holland Rundbeinpresse, sag ich jetzt mal. Achso, ne, die. Wickelt ja nicht. Die wickelt nicht. Ich würde die coolen Quaderbeinpresse nehmen, die ist geil. Die ist wirklich geil. Ja, aber da bräuchten wir halt eigentlich dann auch noch den Wickler dazu, ne? Wieso denn nur wickeln? Dann haben wir ja Silage. Ja, brauchen wir doch auch, oder? Nein! Also Silage und Heu, ja stimmt, ja doch. Wir brauchen eigentlich alles halt. Ja, nee, hast ja Silage und Heu. Ja, aber und der Wickler Stroh. Ist. Warte mal, der Wickler? Der Wickler kostet. Also brauchen wir auch eine Futtermaschine. Der kostet auch richtig Geld. 54. Aber ich glaube, die Futtermaschine haben wir, Randy, oder hast du die verkauft? Nicht, dass ich wüsste. Wir hatten einen Silo King auf alle Fälle, also so ein, wie heißt denn das Ding? Warte, ich Silo King. Silo King, haben wir. Das selbst haben wir, ja. Oder der Eva? Nee, der Anhänger. Ah, okay. Und der reicht ja zum Bein reinschmeißen, reicht der. Also müssten wir jetzt 150.000 Kredit nehmen, dann könnten wir uns beides kaufen. Ja, ist okay, machen wir das. Oder? Weiß ich nicht. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Müssen ja mal irgendwie vorankommen, ne? Ja. Ach so, scheiße, es war verkehrt rum. So, der LKW steht jetzt wieder leer neben dem Feld. Wer fährt denn ÖLW? Ich mach das so hin und wieder mal. Ich habe mich aber auch in den Drescher gesprungen, damit wir das Feld mal langsam leer kriegen. Ich mach dann irgendwie. Die Drescher sind jetzt voll besetzt, ne? Genau. Ach so, das habe ich in letzter Folge nicht gesagt. Feld 18 ist fertig angesät, ne? Okay. Gibt's einen Farbwunsch bei der Folie? Pink. Schwarz? Was gönnt man sich sonst, ne? Schwarz ist geil. Was haben wir denn noch? Kann man jede Farbe auswählen? Ich habe mich noch nicht so genau angehört. Nee, gibt nur vier. Nein, vier oder fünf, nur grün, ja. Grün, weiß, schwarz und pink. Und wir haben mit schwarz? Wir haben schwarz. So, warte mal, wo stehen denn jetzt, wo ist denn jetzt der Händler hier? Links neben dem Hofsilo. Da stehen die Geräte? Nee. Ja. Links neben dem Hofsilo? Wo ist denn dein Händler? Der ist, Ich glaube, das ist nicht eingezeichnet, aber da stehen die Maschinen auf alle Fälle. Aber da sind ja gar keine Punkte. Ja, ne? Bei mir schon. Ja, klar, ist das jetzt am blödsten Wort, oder? Feld? Bei Feld, warte? Oder, nee, wenn du ganz ranzoomst, ist das unter dem Hofsilo sogar. Ach, da unten drunter? Ja. Alles klar, das weißt du. Na, über Feld 17 also. Habt ihr auch immer wieder so kleine Mikrolecks? Ja. Gerade auf einmal, ja. Ja. Ich werde nichts darauf beschwören, aber es könnte am Kuhn-DRC liegen. Weil auf unserem Dedicated-Server macht das auch ein bisschen Performance-Probleme. Auf sehr, sehr vollen Spielständen. Haben die da nicht letzte Tage so einen kleinen Hotfix für rausgebracht für das DLC?
Anscheinend den drauf? Hat es nicht funktioniert. Ja, der hält ja automatisch ab. Muss ich immer noch in einer guten Stunde. Perplex, ja, das ist Map, richtig. Ne? Ich glaube, es könnte Vendübel sogar meine Schuld gewesen sein. Macht warum? Das was? Beim Schwadern, ich habe da jetzt ein paar Dinger zusammengezogen. Ist nee, das, daran dürfte es eigentlich nicht liegen. Ah, okay. Das Problem ist noch, wir müssen gucken, ob das mit dem Ballen machen schlechter wird. Ja, jetzt wird auf also, jeden Fall... Also, mir hat jemand in die Kommentare geschrieben, dass das hier mit dem Ballen absolut kein Problem ist. Also, desto mehr Ballen, desto schlechtere Performance. Ist halt immer so im LS. Ich glaube nicht, dass hier die Performance schlecht ist. Also, die Lags hat nichts mit dem Performance zu tun. Ich habe ja volle 60 FPS. Ja, ich auch. Aber trotzdem, die also, FPS werden sinken. Einfach, weil du mehr 3D-Objekte hast. Und die Ballen gerade von der Folie sind ziemlich... Aber ich glaube nicht, dass da jetzt so 100 Ballen oder so ein Problem sind. Also, glaube ich 100 gehen nicht. Vielleicht noch, aber wenn du über 100 gehst, dann merkst du es so langsam. Ja, über 100 brauchst du aber nicht, glaube ich. Nee. Da ist besser, wenn man dann neue, frische produziert, wenn man welche braucht. Aber die Lags, die sind auf jeden Fall... Die kommen nicht von der Performance, glaube ich nicht. Ja, das wird wahrscheinlich das Kunden-DLC sein, weil genau sowas hatten wir auch. Nur noch ein bisschen stärker ausgeprägt, aber wir haben auch noch Forstab im Server gemacht. Und als wir das Kunden-DLC dann wieder verkauft hatten, ging es wieder. Wie wird das schlimmer? Da müssen wir gucken. Das ging jetzt ja auch eigentlich los, als du die Presse gekauft hast, ne? Ich hatte es eben schon mal kurz. Ich hatte auch in der ersten Folge auch schon. Ja. Da hatte ich keine Probleme. Guck mal bei euch in der Konsole, da steht irgendwas mit Kunden-DLC bei mir. Und dann sagt der 364 MS. Millisekunden. Das ist die Ladezeit, ja. Ja. Das sind die zwei Sachen, die ich gerade gekauft habe. Ja. Richtig, das hat nichts zu bedeuten. Ja. Gut. Aber wir sind. Aber durch. Die Lags sind gerade mega behindert, ey. Ach man, gewöhnt sich dran. Machen wir das Beste dran. Nee, es ist schon ein bisschen scheiße. Na gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Trotzdem, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat, schaut bei den anderen vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, nämlich morgen. Und ja, einen schönen Tag euch noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.